In diesem Video können wir das neue Update vor allen anderen spielen. Neue Skins, das Reporting-System und vor allem die neuen Stardrops werde ich heute öffnen. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Update-Video. Ich darf tatsächlich das neue Update vor allen anderen spielen, weil ich einfach cool bin, nicht Spaß. Da habe ich natürlich nur euch zu verdanken. Ich bin der Supercell-Partner und nur, dass ihr Bescheid wisst, das, was jetzt hier passiert, ist noch nicht im echten Spiel. Ich darf das nur vor allen anderen schon mal anzocken und euch zeigen. Und ich freue mich unnormal drauf, Leute. Wir werden heute unter anderem die neuen Stardrops öffnen. Ich werde euch die ganzen neuen Skins zeigen und noch vieles mehr. Wird auf jeden Fall ein geiles Video. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und genau, die erste Sache, die mir hier direkt schon mal aufgefallen ist, wir haben im Profil tatsächlich einen Ranglistenruf. Ja, das Reporting-Feature gibt es tatsächlich nur im Modus Rangliste, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ich bin ehrenhaft. Ich kann euch jetzt mal direkt zeigen, was passieren würde, wenn ich ein paar Mal reported werden würde, weil ich zum Beispiel trolle, AFK gehe oder, keine Ahnung, briefe, was auch immer. So sieht es dann aus, wenn ich oft reported wurde. Und das sollte tatsächlich nicht passieren. Da seht ihr gerade, wenn wir Kämpfe verlassen, griefen oder cheaten, geht der Rang runter. Und wenn wir nicht bestraft werden oder nicht gemeldet werden, dann geht er wieder hoch. Ja, jetzt ist er ziemlich kacke. Und jetzt ist er wieder ehrenhaft mit diesem coolen Smiley. Yes, Leute, tatsächlich schaltet man Rangliste ab 1000 Trophäen frei. Wir holen uns jetzt erstmal hier den ganzen Kram ab. Neues, eigenes Juwelenjagd, ja. Cool, Nita, alles klar. Ich kann ja direkt mal so ein bisschen euch zeigen. Und zwar, wenn wir mal ein bisschen vorgehen, zack, 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 zu den 1000 Trophäen, dann bekommen wir den Ranglistenmodus. Und dafür muss ich jetzt erstmal alles abholen. Das machen wir ganz schnell. Let's go, let's go, let's go. Easy going. In der Zwischenzeit kann ich ja die Promo jetzt hier perfekt nutzen. Gebt den Creator-Code Pookie ein, auch wenn ihr euch im Update jetzt irgendwas Neues holen wollt. Den neuen Brawl Pass oder was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ehre an alle, die das eingeben. So, wir holen jetzt hier weiter ab. Zack, dann hier erstmal, einen. Oh, einmal Jesse, perfekt. Nochmal zack und Clubs, yes, okay, ja. Poco, alles klar, wunderbar. Neuer Account übrigens. Brace freigeschaltet, Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu in diesem Update ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wild. Zack, dann weiter geht's. Zack, Powerpunkte. Ah, Jackie schalten wir erstmal frei, nice, nice. Barley schalten wir auch direkt frei, wunderbar. Zack, jetzt hier noch einen Stardrop, episch, nice, nehmen wir mit. Oh, ein Skin für Barley, geil. Zack, 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 wir skippen hier direkt durch. Noch ein Stardrop. Ach, Digga, ja, Ems. Sehr cool. Nehmen wir natürlich mit. Klar, klare Sache. Ich will mich nicht beschweren, aber ich will eigentlich nur zum neuen Modus, zum Ranked-Modus. Den zeige ich euch dann tatsächlich am Ende des Videos. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, weil das ist echt krass. Wir werden dann auch die ganzen Stardrops davon öffnen, die neuen. Das wird krass. Leute, ich habe mir mal ein paar Gems gekauft. Das heißt, wir können uns eigentlich mal alle Brawler kaufen. Warum nicht? Und vor allem die Brawler, die auch neue Skins haben, weil die möchte ich euch natürlich heute zeigen. Shelly Dancer würde ich euch gerne zeigen, aber leider, kann ich euch die nicht zeigen, weil wir sind hier schon in der Ragnarök-Season angekommen im Brawl Pass. Eine Season weiter, die letzte Season. Ich war zu spät, ich war zu langsam. Ja, aber auch cool, ne? Holen wir uns natürlich trotzdem. Können wir uns natürlich direkt freischalten. Zack, und dann kann man sich hier tatsächlich auch schon mal theoretisch alles abholen. Was hier natürlich sehr geil ist, ist natürlich... Oh, lol. Ja, beliebigen Brawler freischalten. Ist cool, ist cool, ist cool. Wir brauchen aber die Skins. Zack, dieser Skin ist einfach mal unfassbar heftig. Fenrir Bass. Finde ich sehr geil. Oh, mit einem neuen Spieler-Icon. Ja, und wir haben Bass noch nicht mal. Das heißt, vielleicht wäre das ganz gut, den mal freizuschalten, lol. Wir kaufen den direkt. Komm, dann können wir den Skin direkt auch mal testen. Ja, das sieht schon auf jeden Fall geil aus, muss man sagen. Let's go, nicht schlecht. Ja, leider kann ich euch nicht alle Skins zeigen, weil einfach nicht alle verfügbar sind. Aber das wäre zum Beispiel einer. Oh, der ist richtig... Oha, ja moin. Wüstenskorpion Chuck, komm. Dann wählen wir den direkt mal aus. Zack, und das ist er. Geil, geiler Skin. Sehr cool. Das wäre zum Beispiel der Raketenflug Brown. Ist einfach Brock. Das ist schon cool. Der Skin ist geil. Den will ich mal ausprobieren. Komm, das testen wir mal. Ich kann jetzt einfach aufgrund der Zeit auch, weil ich will nicht, dass das Video eine Stunde lang wird, kann ich jetzt nicht jeden Skin testen, Leute. Aber seid euch sicher, auf meinem Kanal werde ich noch jeden Skin kaufen. Und der Skin ist schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Coole Enten, die da vorne rausfliegen. Schauen wir mal. Ja, moin. Okay, der Skin ist schon cool. Ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall ziehen mit Creator-Code Pookie. Ich glaube aber, einer der Skins, auf den wir uns alle am meisten freuen, ist tatsächlich Mecha Cold. Der ist ja mal unfassbar geil. 299 Gems, also puh.
Oh shit. Geiler Spray auch. Sehr, sehr geil. Wählen wir den direkt mal aus, würde ich sagen. Wo bist du denn jetzt? Ach, der hat ja noch mehr. Der hat ja noch den ruchlosen Mecha-Cold. Auch sehr, sehr geil. Der hat insgesamt dann 3 Versionen oder was? Und dann noch den glorreichen. Ich finde glorreichen am coolsten, sage ich jetzt schon mal. Okay, ich gehe damit jetzt mal in eine Runde. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der so... Oha, der sieht von oben schon mal sehr geil aus. Okay. Oh, der hat auch krasse Sounds. Oha, die Schüsse sehen auch schon mal cool aus, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt muss ich nur noch gut spielen, dass ich... Ach, scheiße, dass ich gleich meine Ulti zusammenbekomme. Aber die Schüsse, die bocken auf jeden Fall schon mal. Also sieht echt sehr, sehr nice aus. So, und jetzt hier gleich eine Ulti reinfetzen. Zack. Ja, ja, ja. Ich meine, gut, es ist Colt. Alter, ich treffe halt auch nichts. Das ist halt auf jeden Fall trotzdem sehr nice. Dafür, dass es ein Cold-Skin ist, geil. Ja, und Leon bekommt tatsächlich auch einen Mecha-Skin. Das hat mich richtig umgehauen. Mecha-Leon. Let's go. 299 Gems. Den holen wir uns natürlich direkt. Oha, geiles Spieler-Icon. Geile Pins auch mal wieder direkt. Und den wählen wir direkt aus. So sieht er aus. Ui, Alter. Oh mein Gott. Geil. 10 von 10. In dem Fall können wir auch gleich mal den neuen Trophäen-Fluchtmodus. So heißt er. Probieren. Bin ich mal sehr gespannt, wie der so ist. Okay, ich starte mit minus 1. Eieiei. Oha. Okay, das ist geil. Lol, warum auto-attackt der die Kiste nicht? Ist das neu? Ist das ein Update? Das ist krass. Wenn das ein Update ist, dann ist es krass. Wenn es nicht neu ist, dann bin ich einfach lost. Oha. No Signal stand da. Und wir haben... Lol, okay, wir haben 3 von dem eingesammelt und sind jetzt klar von minus 1. Lol, der auto-attackt tatsächlich nicht mehr die Kisten. Also jetzt in dem Fall schon, weil der Gegner da auch... drin, also hinter der Kiste stand. Lol, GG. Jetzt kriege ich eh kein Minus, weil ich war auf 0. Aber Spaß gehabt? Ja. Und es war ein Testspiel. Aber theoretisch funktioniert das so. So, und wenn wir jetzt den normalen Mecha-Leon haben, dann können wir uns noch Shadow-Mecha-Leon und den strahlenden Mecha-Leon holen. Ich glaube, Shadow-Mecha ist nochmal ein bisschen cooler. Wow, geil. Wählen wir direkt mal aus und ich will jetzt mal diese Teleporter probieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es im Brawl-Talk überhaupt nicht gecheckt, was die machen, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach viel zu lost dafür. Ah, lol, da laufen auch Bots rum. Okay. Okay, komm her, Bot. Trau dich. Der traut sich nicht. Nee, jetzt kommt er natürlich, oder was? Nee, der macht nichts. Der attackiert nicht mal. Ist das krass. Doch, also er attackiert schon, aber halt ultra schlecht. Okay, das Ding ist, ich muss die Gegner gar nicht töten. Es reicht auch, wenn ich einfach die... Oh, Pokale einsammle. Okay, jetzt muss ich ein bisschen raggen mal. Oh je, oh je, oh je. Und gleichzeitig gibt es auch Cubes. Cubes und Pokale. Es ist so gesehen so eine doppelte... Oh, Sammelaktion hier, Leute. Shit, Digga, bin ich bad. Mann, wie schlecht bin ich denn gerade? So, Ult. Oha, geile Ult. Boah, ich sollte echt Leon lernen. Okay, und jetzt gehen wir mal zu dem Teleporter. Schauen wir mal, was der macht. Oh, lol. Zeit für Flucht. Warum? Ich fliehe jetzt. Aha. Und dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Oh. Jetzt bin ich raus. Oha! Also man beendet die Runde für sich, indem man Trophäen sammelt und dann schnell auf diesen Teleporter geht und mit den Trophäen dann abhaut. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann im echten Game so ist, aber scheint erstmal spaßig zu sein. Einen Skin, den ich mir unbedingt holen werde, ist einfach dieser Poop Spike. Ey, der Dünger Spike heißt der zu Deutsch. Oha, geiles Spieler-Icon auch. Der ist schon nice. Ganz ehrlich, kannst du nichts sagen. Wir gehen damit direkt mal eine Runde. Den will ich mal testen. Bevor wir jetzt aber dann noch alle anderen Skins testen. Oh Gott, ist das geil. Ist das geil. Werden wir auf jeden Fall gleich mal den Ranked-Modus und die Belohnungen und die neuen Stardrops angucken. Oh Gott, ist das bad. Digga, das Ding ist, die hauen jetzt schon ab, die Leute, ne? Und wenn 5 Leute abgehauen sind, dann geht der Countdown los, ne? Einer, ja. Und jetzt ist schon Zeit für Flucht. Das geht so schnell. Zack, wir sammeln die noch schnell ein. Und jetzt fliehen wir schnell. Ich darf halt nicht erst, wenn ich nicht fliehe, dann kriege ich keine Pokale, ne? Oder wie ist das? Ich fliehe jetzt und... Oh, das dauert lange. Let's go. GG's. Also ich glaube, der Modus wird echt sehr, 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 sehr spaßig. Darauf habe ich schon Bock. Was ich mir jetzt aber auf jeden Fall anschauen möchte, ist der Ranglistenmodus. Zack, wir haben ihn freigeschaltet. Hier oben sieht man es dann auch schon. Neue Season. Gerade dann 3 Modi in dieser Season. Und wir starten bei Bronze, gehen hoch zu Silver, zu Gold, zu Diamond, zu Mythic, zu Legendary und zu Meister. Ja, und jetzt habe ich irgendwie bisschen übertrieben. Und wir sind jetzt direkt aufgestiegen zum Meister. Und jetzt können wir diese ganzen Stardrops bzw. Ranglisten Stardrops öffnen. Und da schauen wir mal, was da so drin sein kann. Bling haben wir jetzt schon ein paar Mal bekommen. Noch mehr Bling. Und zwischendurch gibt es dann hin und wieder mal einen normalen Stardrop. In dem Fall einen legendären. Let's go. Oh, weltweiter Ruhm. Da gibt es auch noch was Neues. Alter, wie geil sind diese Stardrops? Das ist schon nice. Ja, aber so sieht es dann im Prinzip aus. Man kriegt hier jede Season, dann hat man die Chance auf so einen Stardrop.
glaube, hier im Dev-Bild haben die halt auch einfach wieder nicht so dasselbe Luck wie dann im echten Account, genauso wie mit den normalen Stardrops. Das heißt, ich glaube mal, im normalen Game wird man da schon noch mehr bekommen, definitiv. Dann gibt es hier auch noch eine Rangbestenliste, da sind die ganzen Creator drin. Lol, da kann man mal gucken, wie viele das schon gemacht haben. Das ist schon heftig. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt mal... Oh, lol, da haben wir es schon. Da haben wir schon das Ruhm-Abzeichen. Ich habe es mir jetzt gerade mal geholt. Jetzt muss ich es nur noch finden, aber es gibt wohl ein neues Ruhm-Abzeichen. Ach du Scheiße, ey, da gibt es ja wirklich alle hier im Dev-Bild. Das ist heftig. Oh mein Gott, wie geil. Wo ist es aber? Hallo? Da gibt es ja so viele. Oh mein Gott. Das ist cool. Das ist richtig cool. Wie kriegt man das? Ah ja, hier in dem Fall da unten. Ich weiß nicht, ob es wirklich neu ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Und es gibt noch ganz viele animierte Avatare für alle Brawler, die Hypercharge haben wahrscheinlich. Es gibt ja auch einige neue mit Hypercharge. Die ich will euch damit jetzt nicht überfluten, weil sonst wird das Video einfach zu lange. Aber das ist schon sehr nice. Ja, an der Stelle war es das dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Kauft den Merch. Am 16.03. ist es endlich soweit. Und schaut die Tage wieder vorbei. Man munkelt, vielleicht kann ich so einen neuen Brawler vor allen anderen zocken oder so. Vielleicht, hallo? Keine Ahnung. Schaut vorbei. Ciao.